Frühling und Sommer stehen vor der Tür und damit ja auch die Outdoor-Saison. Vielleicht kennt ihr das. Egal ob Picknick auf einer Radtour, Frisbee im Park oder ein entspannter Tag am Strand. Eine Sache darf eigentlich nie fehlen, eine schnelle Internetverbindung. Aber da fangen die Probleme oft an. Mieser Mobilfunkempfang und kein WLAN-Hotspot weit und breit. Zu Hause, da habt ihr mit der Fritzbox bestes WLAN. Mit dem Fritzfon nahezu unbegrenzten Plauderspaß und mit dem Fritzdeck 400 einfachste Schaltmöglichkeit im Smart Home. Und, wenn ihr wollt, das Ganze mit einer Fritzbox 6890 auch für Mobilfunk. Aber was bringt das jetzt unterwegs? Es ist Zeit für den ersten wirklich mobilen 5G-WLAN-Router. Wir präsentieren Fritzbox Air. Eine Kamera, die jetzt nicht, denn die soll keine Bilder machen, sondern euch den gewohnten Heimnetzkomfort von zu Hause für unterwegs bieten. Eine im wahrsten Sinne tragende Rolle spielen dabei die Arme. Denn in der Serie sind noch ein bisschen schlank und verkleidet. Da stecken Mobilfunkantennen drin, sodass auch in schwachen Funkzellen bester Empfang garantiert ist. Die Rotorblätter sind gleichzeitig WLAN-Antennen und durch Beamforming und den natürlichen Abtrieb haben wir ein stark nach unten ausgeprägtes WLAN-Netz, also genau da, wo ihr es braucht, bei euch. Für den Betrieb nehmt ihr einfach ein oder wahlweise auch zwei Fritzfon-Akkus und habt damit eine Laufzeit von 6 bzw. 12 Stunden. Und der Betrieb, der ist ganz einfach, nämlich per Tastendruck mit dem Fritzdeck 400. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns mal draußen an. Die Fritzbox Air fliegt vollautonom. Um die Steuerung braucht ihr euch also gar nicht kümmern. Alles, was ihr braucht, ist der Deck 400. Kurzer Tastendruck startet die Fritzbox Air und ein langer Tastendruck landet sie wieder. Ich sag jetzt Start frei. Ist die Fritzbox Air erstmal in der Luft, dann sorgt die Auto-Air-Funktion dafür, dass immer die beste Höhe gehalten wird, um das Optimum aus Mobilfunkempfang und WLAN-Signalstärke zu erzielen. Das kann ich mir auch mal in der Fritz-App WLAN angucken. Die starte ich mal und da sehe ich einerseits, dass ich mit der Fritzbox Air verbunden bin und dass ich einen wunderbaren WLAN-Empfang habe. Wenn auch ihr diesen Sommer mit unserer Fritzbox unterwegs sein wollt, dann nutzt jetzt die Möglichkeit der Vorbestellung unter avm.de/fritzboxair. Und was übrigens besonders cool ist, der Fritzdeck 400, der steuert die Fritzbox Air nicht nur, das ist auch gleichzeitig der Ankerpunkt, an dem sich die Fritzbox Air orientiert, also der Mittelpunkt eures WLANs. Und wenn ich mich jetzt bewege, dann folgt mir die Fritzbox Air. Ich gehe jetzt mal surfen und ihr geht am besten auf die Webseite.